Klimawende, sozialer Zusammenhalt vor Ort, das ist die Überschrift heute für resiliente Dörfer und Quartiere. Und ich möchte natürlich dann auch ein bisschen den Link schaffen dazu, was kann eigentlich Kirche dazu beitragen. Fangen wir mal vielleicht ganz kurz damit an, mit so zwei Worten, zwei Schlagworten, die ja sehr gerne benutzt wurden. Das eine ist eben die Klimaneutralität, das andere die urbane Resilienz. Klimaneutralität, das wird sehr häufig synonym genutzt für Treibhausgasneutralität, wobei wir sagen müssen, wir halten uns da eher an die Definition vom Umweltbundesamt, die noch etwas verschärft ist. Das heißt, anders als nur Treibhausgase netto null zu bekommen, rein rechnerisch, bedeutet Klimaneutralität in unserem Verständnis tatsächlich, dass menschliche Aktivitäten keine Nettoeffekte auf das Klimasystem haben. Und dann wird das auf einmal etwas größer, als nur die Emissionen zu zählen, was schon herausfordernd genug ist, sondern wir schauen uns eben auch Emissionen an, die außerhalb des Energieverbrauchs liegen. Wir gucken auf Energie- und Ressourcenverbrauche von außerhalb eines bestimmten Gebiets, also sozusagen das, was wir uns mit Materialien, mit Produkten und Ähnlichem zu uns importieren. Es geht auch auf einmal sind wir auch bei etwas anderen Handlungsfeldern, als in der Regel betrachtet werden, wenn es um Treibhausgase zählen geht, wo es ja eben tatsächlich viel um die energiebedingten Emissionen geht. Auf einmal sind wir eben bei Feldern wie Konsum, wir sind bei Fragen der Kreislauf- und der Regionalwirtschaft und vor allem eben auch der Flächennutzung. Denn wir werden es nicht schaffen, rein technisch alle Emissionen, die wir heute so produzieren, auf Null zu bringen. Das heißt, wir müssen auch an anderer Stelle irgendwo senken für Emissionen schaffen, um auf Netto Null zu kommen. Und dann sind natürlich Flächen, vor allem Grünflächen, natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Das Wort urbane Resilienz, das Resiliente leitet sich ja eigentlich tatsächlich aus dem Psychologischen ab, wo es um Resilienz von Menschen geht. Und man kann es tatsächlich aber genauso sehen, wie es auch da funktioniert. Es ist die Fähigkeit, in dem Fall städtischer Systeme, auf externe Schocks, auf Katastrophen zu reagieren und dabei bestimmte Funktionen aufrechterhalten zu können. Ob das jetzt Naturkatastrophen sind oder auch von intern Terroranschläge, die passieren, bis hin zu den Epidemien und Pandemien, wie wir das jetzt die letzten zwei Jahre gerade erlebt haben. Das alles bedeutet, dass Städte so flexibel sind als System, um Leben schützen zu können, Versorgung aufrechterhalten zu können, zumindest so eine Grundversorgung. Und dafür ist es eben wichtig, dass man Resilienz nicht als ein Bollwerk versteht. Das ist jetzt nicht das Bild der großen Stadtmauer, wo dann die Menschen draufstehen und die Städte verteidigen, sondern es ist eben kein statischer Zustand, sondern es bedarf einer gewissen Anpassungsfähigkeit, was etwas tatsächlich ist, was in urbanen Systemen gar nicht immer so einfach ist. Gucken wir einmal noch mal kurz auf das Thema der Emissionen. Das ist eine Abbildung vom Sachverständigenrat für Umweltfragen aus dem Umweltgutachten 2020, die der Bundesregierung deutlich gemacht haben, dass das tatsächlich Paris-kompatible Budget, das ist das, was wir verstehen unter dem weniger als 2 Grad globale Erwärmung, möglichst nicht mehr als 1,5, dass der Klimaschutzplan der Bundesregierung dafür nicht ausreicht. Also dass das, was da drin steht, nicht in der Lage sein wird, dieses Budget einzuhalten. Das heißt, es gibt also in der Politikgestaltung der Bundesregierung eine Ambitionslücke. Und hinzu kam noch ein weiterer Aspekt, damals 2020, dass es eben die Maßnahmen, die da drin stehen, nicht den gewünschten Effekt hervorrufen. Das heißt, neben dieser Ambitionslücke gibt es eben außerdem noch eine Umsetzungslücke. Und als das klar wurde, gab es dann eben auch eine entsprechende Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Sie werden das vielleicht sich noch erinnern, das dann gesagt hat, ja, es stimmt, es muss tatsächlich nachgebessert werden. Was die Bundesregierung dann auch getan hat, erstmal in dem Sinne, dass sie gesagt haben, Deutschland soll früher klimaneutral werden, jetzt nicht mehr 2050, sondern jetzt soll es schon 2045 gelingen. Nun muss man sich das allerdings mal vor Augen halten, dass wir also noch gar nicht auf dem Weg waren für 2050 und jetzt wollen wir noch schneller werden. Da liegt ja eine gewisse Spannung in diesem Zielkonflikt. Wenn man sich dann die Entwicklung der Treibhausgasemissionen mal anguckt nach Sektoren, es ist nicht wichtig, dass Sie das jetzt alles lesen können. Es reicht völlig, wenn Sie sehen, dass der Trend der Balken leicht nach unten geht. Das sind die Gesamtemissionen in Deutschland.
Und ja, sie sind nach unten gegangen. Man sieht aber auch, wenn man dann unten, ganz rechts unten, das Ziel 2050 sieht, nahezu Emissionen bei Null. Müssen dann entsprechende Senken gefunden werden. Das ist schon noch ein recht weiter Weg bis dahin. Wenn man sich dann gleichzeitig anschaut, wie die Endenergieverbräuche sich in Deutschland entwickelt haben, zeigt sich ein ganz anderes Bild. Da sieht man, dass sich da nicht wahnsinnig viel getan hat. Und ich habe zwar jetzt eben gerade nochmal nachgelesen, dass letztes Jahr nach den ersten Prognosen wahrscheinlich wir ungefähr bei 4% weniger Endenergieverbrauch liegen in Deutschland. Aber tatsächlich muss man sich das vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine mit den entsprechenden Aufforderungen, Energie zu sparen, gerade auch zum Winter hin, wo es um die Frage ging, werden wir genug Heizenergie haben für alle Menschen. Da haben ja sehr, sehr viele Leute tatsächlich auch Energien eingespart. Auch in der Wirtschaft wurde geguckt, wo Einsparpotenziale sind, wurden versucht, Effizienzpotenziale auch nochmal zu heben. Und man darf aber gespannt sein, ob sich das so halten wird. Denn wenn man mal einen Blick auf das Jahr 2008, 2009, Sie werden sich erinnern, da sprachen wir von einer Finanzkrise noch, die hat uns da sehr beschäftigt. Und auch um das Jahr 2020 rum, da sieht man ähnliche Rückgänge für die im Zuge der Corona-Einschränkungen, die wir erlebt haben. Aber wir sehen jedes Jahr danach, oder spätestens 2 Jahre danach eigentlich wieder einen überschießenden Energieverbrauch. Man darf also gespannt bleiben, ob diese Einsparungen tatsächlich so bestehen bleiben und sich eben theoretisch sogar eigentlich noch deutlich fortsetzen müssten. Gucken wir mal in ein, zwei Handlungsfelder hinein. Was genau bedeutet das? Ich habe mal das Handlungsfeld Gebäude genommen. Das liegt mir einfach als Architektin sehr nah. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Effizienzmaßnahmen. Da geht es um effiziente Gebäude, Hüllen und auch Technologien. Das ist nicht nur die Heizenergie, sondern es geht unter die Heizungsanlagen, sondern eben auch alle andere, zum Beispiel stromverbrauchende Geräte von der Waschmaschine über die Beleuchtung im Haus. Das ist der ganze Handlungsbereich der Effizienz. Das ist eben eigentlich auch das, was dazu führen soll, dass der Energieverbrauch runtergeht. Und das, was dann noch an Verbrauch tatsächlich überbleibt, über Konsistenzmaßnahmen. Im Energiebereich reden wir dann über erneuerbare Energien, im Ressourcenbereich über erneuerbare Ressourcen oder auch recycelte Materialien. Das heißt, die Konsistenz, auch da kann man natürlich am Gebäude dran ansetzen, nämlich indem man selbst in erneuerbare Energien nutzt oder aber auch die Gebäudeflächen nutzt, um erneuerbare auszubauen. Stichwort sind tatsächlich PV-Anlagen, können aber auch Geothermieanlagen sein und Ähnliches. Und natürlich geht es viel im Bauen um unglaubliche Ressourcenverbräuche. Und deswegen ist eben die Frage, woher kommen denn die Ressourcen? Und können die Materialien auch wieder rezykliert werden und wieder verbaut werden an anderer Stelle, sind da ein ganz wichtiger Punkt. Im Bereich Resilient ist im städtischen Bereich, Kontext natürlich ganz viel die grüne Infrastruktur wichtig. Das heißt, es geht um Straßenbegrünung, es geht um Verschattungsmöglichkeiten, gerade für die Dürreperiode und Hitzezeiten, die uns sicherlich auch in den nächsten Jahren in den Sommern wieder bevorstehen werden. Es geht aber auch um Fragen, wie resilient sind Infrastrukturen gegenüber Hochwasser- und Starkregenereignissen. Auch das ist natürlich ein Thema, was gerade in Städten, aber auch in Dörfern, wenn wir haben es an der Ahr letztes Jahr dramatisch gesehen, wie sich das auswirken kann. Also auch da sind natürlich die Fragen, wie kann man städtische Systeme und urbane Orte so resilient machen, dass sie auf der einen Seite in der Lage sind, Hochwasser auszuhalten, auf der anderen Seite in der Lage sind, auch Hitzeperioden zu überstehen. Das Ganze nennt man heute so schön unter dem Konzept der Schwammstadt zusammengefasst, also Regenwasser sammeln, wenn es da ist, und wieder abgeben dann, wenn es gebraucht wird. Gebäude können auch da einen Beitrag leisten, eben zum Beispiel durch Gründächer und Fassadenbegrünung. Es gibt aber eben auch noch, und da komme ich nochmal zu dem Thema der Frage des Energieverbrauchs, die Frage, wie gehen wir denn eigentlich mit den Gebäuden um, wie nutzen wir sie, wie intensiv? Und da sehen wir noch einige Potenziale, die bis heute zumindest von politischer Seite eigentlich kaum adressiert werden, sehr wenig adressiert werden. Sprich, leerstehende Gebäude sind letztlich eine total ineffiziente Geschichte.
Wenn aber eine bestimmte Nutzung nicht mehr gebraucht wird, sei es im Bereich der von Bürogebäuden oder auch von industriellen Anlagen, ist die Frage, wie kann man das, was schon gebaut ist, umnutzen, wie kann man es anders nutzen. Aber auch in Gebäuden, die noch genutzt sind, sehen wir manchmal, dass sie nur über kurze Zeiten genutzt werden. Oder auch im Wohngebäudebereich Menschen, die eigentlich auf sehr viel Fläche leben, die sie gar nicht unbedingt brauchen. Da arbeiten wir an solchen Themen wie Mehrfachnutzung oder auch flexible Nutzung und insgesamt einfach Nutzung von Gebäuden zu optimieren. Das heißt, eine Frage natürlich ist die Frage, wie wohnen wir, wie leben wir, brauchen wir tatsächlich alle das freistehende Einfamilienhaus? Im sozialen, mit dem sozial-ökologischen Hintergrund, auch mit dem sozialen Zusammenhalt, finde ich an der Stelle immer sehr interessant, solche Projekte, wie man hier auf der rechten Seite sieht, das ist ein Beispiel aus Krefeld, eine alte Samtweberei, wo heute ein gemeinschaftliches Wohnprojekt entstanden ist. Das heißt, neben den einzelnen Wohnungen und Wohneinheiten gibt es eben auch Flächen, wo Menschen sich begegnen können, wo sie sich treffen können, wo Nachbarschaftlichkeit sich getroffen werden kann, wo aber auch gegärtnert wird oder eben andere Veranstaltungen stattfinden. Ist etwas, was bei einer Frage, die ich ganz interessant fand, als wir alle noch im Corona-Lockdown steckten, dass die Menschen in diesen Wohnprojekten von einer sehr hohen Qualität sprachen, weil sie sagten, sie haben die Möglichkeit und auch das Wissen, dass sie sozial eingebunden sind, während es durchaus auch manche Menschen gab, die sehr isoliert waren und sagten, in meinem Haus, das war mir eigentlich früher schon zu groß, und jetzt darf ich nicht mal mehr meine Nachbarn einladen. Damit sieht man also, dass die Frage von Größe und Wohnqualität und wie eng und, oder wie dicht oder wie weit lebe ich auseinander durchaus eine Frage der Qualität sein kann. Handlungsfeld Gebäude, ich habe es eben schon angesprochen, Leerstand ist sicherlich etwas, was de facto Verschwendung von Ressourcen ist und auch von den Materialien und von den Energien, die da reingesteckt wurden. Und auch da gibt es natürlich im Bereich der Kirchen Ansatzpunkte. Sie werden sicherlich vielleicht noch besser als ich manche Projekte kennen, was es für tolle Ideen gibt, wie Kirchen denn sonst noch genutzt werden können. Was vor allem auch eben daran liegt, dass es immer wieder kirchliche Gebäude gibt, die einfach nicht mehr gebraucht werden und die man aber auch mit anderen Nutzungen belegen kann, nicht zuletzt eben auch als Treffpunkte für sozialen Zusammenhalt. Ein weiteres Handlungsfeld, Mobilität und öffentlicher Raum, auch das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Energieverbräuche geht. Mobilität, der Verkehrsbereich, tatsächlich der Bereich, der es bisher noch überhaupt gar nicht geschafft hat, seit 1990, wo wir uns mit den Bilanzierungen der Treibhausgase immer darauf beziehen, überhaupt noch gar keine Emissionen einzusparen. Und wir wissen, dass es eben nicht reicht, wenn jedes heute herumfahrende Auto einfach nur einen Elektromotor bekommt, denn das ist eben genau dieser Punkt, wie werden Flächen verteilt, wie wird der öffentliche Raum genutzt, welche Möglichkeiten gibt es auch für alternative Verkehrsmittel für den Umweltverbund, also für Fuß- und Radverkehr und auch den öffentlichen Nahverkehr. Dafür ist einfach ganz klar, wir müssen gerade in urbanen Gebieten den Autoverkehr deutlich zurückbauen, um eben auch Flächen zu finden, damit Menschen sich anders bewegen können. Wie das aussehen kann, das haben wir in Anspruch. Ich kurz darauf hinweisen, Frau Birwitt, ja. Noch, wir hätten noch 2 Minütchen. Ja, das schaffe ich. Alles klar, super, danke. Wie das aussehen kann, das haben wir in einem Projekt mal untersucht, in einer Nachbarschaft, in einer Umgebung, wo ich es wirklich sehr spannend fand, dass es den Leuten auf der einen Seite zwar wichtig war, auch zu wissen, wo kann ich ein Auto noch abstellen, aber dass de facto die Qualität vor der eigenen Haustür eine viel, viel wichtigere Rolle spielt und sie deswegen durchaus damit einverstanden waren, dass der Parkplatz eben nicht vor der eigenen Haustür ist, sondern vielleicht auch etwas weg, sodass da jetzt in der Nähe wahrscheinlich ein Quartiersparkhaus entstehen wird. Nichtsdestotrotz ist gerade dieses Thema Auto immer ein sehr konfliktträchtiges Thema. Ich glaube aber, dass es hilfreich ist, wenn man sich mal anschaut,
wie auch Synergien aussehen können. Und wenn wir eben von der Verkehrswende tatsächlich von weniger Autos und mehr Fuß- und Radverkehr angeht, dann sind wir auf einmal bei so Leitbildern wie der kindgerechten Stadt. Wenn wir Flächen haben, die wir umwidmen können, sind wir bei Punkten der resilienten Stadt und nicht zuletzt auch durch bessere Luft und verringerte Lärmbelastung auch bei einer gesunden Stadt. Und wenn man solche Synergien sich bewusst macht, glaube ich, ist die Frage, muss ich tatsächlich noch vor der eigenen Haustür parken, eine vielleicht nicht mehr ganz so relevante. Kirche als Vorbild und Anregung, das vielleicht noch so als kurzer Impuls für was eben Kirche auch tatsächlich sein kann. Kirchen sind Eigentümerinnen von Gebäuden, sie sind aber auch Veranstaltungsmanagerinnen und auch Konsumenten. Natürlich wird da auch eine Menge Materialien und Produkte beschafft, womit man Vorbild sein kann und aber eben auch den Mitgliedern, die man so anspricht, Anregung geben kann durch Information, durch Mitwirkung und aber auch durch die Motivation mitzumachen. Im Bereich Klimaschutz oder im Bereich Anpassung, im Bereich des sozialen Miteinanders. Kirche kann auch ein Ort für Diskurs sein. Auf der einen Seite heißt es gerne immer, wir müssen alle mitnehmen. Das klingt so ein bisschen nach Wunschkonzert. Das ist aber, glaube ich, etwas, ich glaube nicht an diesen Zustand, dass es einen Zustand gibt, der allen Menschen gleichmäßig gefällt. Deswegen, glaube ich, kann Kirche aber zumindest ein Ort sein, wo Diskurse ausgetragen werden, die vielleicht als letzter Konsens dazu führen, dass wir uns darin einig sind, dass wir uns eben nicht einig sind. Und auch das ist etwas, was hilfreich sein kann, dass es klar ist, wir müssen solche Prozesse, wie wir zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung kommen und Kommunalentwicklung kommen, dass wir das als einen Aushandlungsprozess brauchen. Und da kann Kirche natürlich dazu beitragen. Und letztlich kann sie natürlich, das tun ganz viele Kirchen sowieso, Orte sein, wo Menschen sich treffen, wo Nachbarschaften zusammenwachsen. Ich habe nur mal zwei Bilder mitgebracht aus Köln, weil ich hier lebe und weil ich die beiden Veranstaltungen sehr gut kenne. Von einem kleinen Weihnachtsmarkt im Innenhof der Lutherkirche in der Kölner Südstadt. Das andere ein Weingarten. Und falls jemand von Ihnen zufällig zwischen Ende April und Mitte Mai in Köln vorbeikommt, kommen Sie gerne in der Kortheuser Kirche im Innenhof vorbei. Da findet der nächste Weingarten wieder statt. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.